nachher die doppelte Portion Peachy Line. Kleiner Rückschlag. Versuchen wir es nochmal. Aber das ist viel zu gefährlich. Shani hat recht. Was, wenn Peaches dich nicht hätte retten können? Dann wären jetzt schlimme Grasflecken auf deiner schönen Hose. Und sogar noch schlimmere Verletzungen. Egal, wie viele Videos ich mir ansehe, mein McTwist ist immer ein McFlop. Vielleicht ist es Zeit für einen IRL-Lehrer. Idealer rumänischer Luftikus-Lehrer? Mega! Meiner Meinung nach ist das die luftikussigste Art. IRL, ein Lehrer im richtigen Leben. Das ist sicher der beste Weg. Aber es gibt nur eine Person, die ich kenne, die den Move tatsächlich beherrscht. Dein Bruder kann den McTwist, aber er kann nicht mit geschlossenem Mund kauen. Er kann nichts außer skaten. Und er ist immer sehr zugänglich, wenn er gerade gefuttert hat. Also ist das perfekt. Hey, Pierce. Weißt du, ich bin in letzter Zeit viel Skateboard gefahren. Aha. Doch irgendwie funktioniert es nicht mit dem McTwist. Der McTwist? Das ist der coolste. Es ist so, du musst dich sicher fühlen, Logo. Aber dann geht es nur noch um den Schwung. Deine Beine sind... Tja... Meine Beine sind was? Was? Weißt du was? Dafür bist du noch nicht so weit, Polly. Und Skateboarden ist mein Ding, nicht deins. Oh, Pierce! Wieso muss er die blöde Großer-Bruder-Karte rausholen? Ehrlich gesagt, denke ich, dass hier was nicht stimmt. Denn er hat nicht das ganze Baguette gegessen. Das ist sehr seltsam. Sollten wir nicht? Absolut, ja. Und klein! Er ist mit dem Skateboard los. Sollen wir? Ja. Also keine Zeit, mir das beizubringen, doch offensichtlich alle Zeit der Welt für diese Jungs. Sollen wir... Das weißt du doch. Und groß! Und dann habe ich gesagt, das sind keine Donuts. Das sind meine Räder, Alter. Pierce! Entsetzlich, dass ich diese Jungpflanzenuniform das ganze Wochenende tragen muss. Grund Nummer 37, warum wir im Camp endlich das Cupcake-Level erreichen müssen. Dann gibt's violette Uniform. Violett steht mir ausgesprochen gut. Das sagt ja schon mein Name. Wisst ihr? Nein? Violett, Fliederfarben oder ganz einfach lila, also Lila. Auch egal. Ist das Ding an? Wir müssen nur alle Jungpflanzenabzeichen kriegen. Und uns vom Perlenfräulein fernhalten. Wenn es dafür ein Abzeichen gäbe, sich von etwas fernzuhalten, was gar nicht existiert, ist super einfach. Genie, glaubst du an Geister? Ich habe noch keinen Beweis für ihre Existenz gefunden. Meine Cousine Tori hat das Perlenfräulein letztes Jahr im Mädchencamp gesehen. Sie hat's gesehen? Oh, sie hat so viel Stil. Wenn sie an Geister glaubt, tue ich das auch. Was? Ich habe nur das Nötigste mit. 3 Shampoos, 4 Conditioner, 6 Duschgele. Pass auf. Genie, wie viel Shampoo braucht Lila dieses Wochenende? Gar keins. Im Mädchencamp sind keine Duschen vorhanden. Das ist für meine Haare die Vollkatastrophe. Zum Glück habe ich Föhn und Lockenstab dabei. Ach so, und kein Strom. Das war's. Ich bin raus. Du kannst nicht gehen. Das Mannschaftsmotto lautet alle zusammen. Wir können dich nicht zurücklassen. Tori! Hey, Shani. Wie geht's dir denn? Super. Mit der einzigen Ausnahme, dass Polly nicht an das Perlenfräulein glaubt. Du hast es doch gesehen, stimmt's? Ja. Und soll ich dir sagen, wie ich das gemacht habe? Aber dieses Wissen ist nur den mutigsten Mädchen vorbehalten. Ich bin mutig. Meistens. Ich würde das wirklich nicht jedem sagen, aber da wir Cousinen sind, hier drauf stehen die Lieblingsdinge des Perlenfräuleins. Ihr müsst die alle sammeln und bei Vollmond... Shani,
Die Direktorin der Schule in Scantville hat bei FacePlace ein Bild von sich mit ihren Vorzeigeschülern gepostet. Und ich brauche mehr Likes. Aus, du weißt schon, rein beruflichen Gründen. Oh, die Dosen von der Spendenaktion sind der perfekte Hintergrund für mein Selfie. Diese Dosen? wissen Sie also, Direktor Mundo, die Sache mit diesen Dosen ist... Was war das? Tut mir leid, das war ich. Schwerer Fall von Schluckauf. Gut. Ich mache nur ein paar Fotos. Schluckauf und zwei linke Hände. Also, es ist nicht gerade dein Tag, Shani. Und bitte, stell die Dosen wieder ordentlich hin. Polly, Nicholas! Hier unten! Und groß! Okay, Schluss mit dem Herumalbern. Wir müssen uns auf die Spendenaktion konzentrieren. Ist ja nicht mehr lang hin. Das stimmt. Dieses Jahr wird's noch besser. Wir machen die Regale voll. Sogar Captain Collie Wobbles hat eine Dose Thunfisch gespendet. Wir haben alles vorbereitet. Und Lila hat's überall rumerzählt. Das hat sie sicherlich gemacht. Lila ist im Rumerzählen ein Naturtalent. Erinnerst du dich, als ich mal die volle Punktzahl in Mathe hatte? Am Ende des Tages wusste es die ganze Schule. Juhu! Ich will nicht unterbrechen, aber wo ist Lila? Wahrscheinlich wirbt sie draußen für die Aktion. Ja, ernsthaft, wo ist sie? Sie antwortet auf keine meiner Nachrichten. Was, Lila antwortet nicht? Komisch, sonst antwortet sie, ehe man schreibt. Diese Jacke bei meinen Pünktchen. Ich glaube es nicht. Jedes ihrer Outfits ist perfekt. Sie ist die beste Designerin. Ich brauche ihre Aufmerksamkeit. Zeiteingang zuzulegen. Was meinst du, Bonita? Kann ich die nächste Blair Delaware werden, oder? Toll, Polly. Dein Tanz war so witzig. Es sah echt so aus, als ob du nicht weißt, was du da tust. Ich habe mich eben sehr in die Rolle eingefühlt. Sieht ganz so aus, als wäre hier jemand müde. Aber es ist noch gar nicht dunkel. Oh oh, To-Do-Alarm. Seht ihr, ich muss noch lernen. Du kannst doch am Wochenende lernen. Aber mein Wochenende ist schon mega super voll. Kann ich nicht einfach zu Peanuts Pitstop gehen und noch ein bisschen mit Shani und Lila lernen? Bitte. Ist das Spiel bald mal vorbei? Wir müssen jetzt wirklich anfangen zu lernen. Ein Dutzend? Okay, mache ich. Ein Dutzend? Ja, okay, wiederhören. Hey, Peanut, ist alles okay? Nein. Letzte Woche habe ich dieses Rezept erfunden. Die allerbesten Cupcakes der Welt. Probier mal. Das ist unglaublich lecker. Das ist unglaublich. Oh, so gut. Ich weiß. Aber Peanut, ist das denn nicht gut so? Gut? Diese Cupcakes sind so gut, dass die Bestellungen durch die Decke gehen. Ich kann das nicht mehr schaffen. Dein Bruder ist mir eine super Hilfe bei den Lieferungen, aber dennoch habe ich seit Tagen nicht geschlafen. Ah, und schon wieder eine Bestellung. Entschuldigt mich. Ach, sag's einfach ganz direkt. Wie viele Dutzend für heute Abend? Oh, armer Peanut. Laut Schlafwissenschaft befindet er sich im Zustand ohne Schlaf und ohne Gehirn. Ja, echt der Hammer. Denkt ihr, er macht für uns noch ein Dutzend? Peanut braucht nicht mehr Bestellungen. Er braucht unsere Hilfe. Seht, Peanut helfen steht jetzt offiziell auf meiner To-Do-Liste. Eine weitere Chance, die Welt zu verbessern. Peanut, wir werden dir... Ein Dutzend. Ja, okay, bye.